Good evening everyone und herzlich willkommen zum Let's Play von Destiny. Wir sind Really Good Tower Games, ich bin nicht Johannes Brot. Und nach längerer Zeit, nach viel zu langer Zeit, geht es weiter mit unserem kleinen Exolein. Und wir besorgen den Kopf für die Erwachten und die Crazy Queen. Los geht's. Wush. 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 Je mehr wir über die Vex erfahren, desto mehr wird mir klar, warum unsere Exo-Freundin ihretwegen so besorgt ist. Während des Untergangs haben die Vex den Merkur innerhalb von Tagen in eine Maschine verwandelt. Wenn der Reisende sie nicht aufgehalten hätte, hätten sie wohl jeden Planeten übernommen. Wir müssen in den Schwarzen Garten. Wir brauchen einen Torlordkopf. Schwarzer Garten, wir kommen. Oh yeah. Okay. Zuallererst muss ich in das Vex-Netzwerk eindringen, um einen Torlord hervorzulocken. Ich zeige dir den Weg. Das wird nicht einfach. Aber was ist schon einfach? Folgendes wissen wir über die Torlords. 3 Stockwerke hoch beschützen die Reiche, die Vex von der Zeit ausgeschlossen haben. Zeit? Das kann nicht stimmen. Was ich hier mache, für nix. Egal. Los geht's. Gluthöhle. Hier waren wir noch nie, ne? Wir sind immer am Anfang nach rechts gefahren. Ich dachte jetzt mal wendig, ey. Boah, oh. Sollte mal aufhören, die zu skippen und die auch umbringen. Ich komme sonst niemals mit dem Level hinterher. Also ich habe zwar gerade das richtige Level, aber deswegen hatte ich letztes Mal Probleme. Denke ich mal. Ich registriere einen starken Konflux in der Nähe. Ich kann damit in Ihr Netzwerk gelangen. Ein Konflux? Bam! Wie ich immer zweimal auf den Kopf schieße, als würde man das nie lernen. Wo ist der Konflux? Diesmal passe ich auf, wo ich hinlaufe. Kein Bock, jedes Mal irgendwo runterzufallen. Wie ich den ja so ganz leise gehört habe. Schon wieder. Naja. Da muss ich aber lang. Den krieg ich doch nicht tot. Guck, den mach ich nicht mehr Damage. Nicht mal meine Super würde da was machen. Das
sind wenigstens Gegner, die dann mal auf einen zukommen, ne? Das spart einen voll viel Arbeit. Ich habe Angst, dass ich in diesen Übertypen reinlaufe. Der ist aber auch nicht ohne, ey. Der hat ein Schild. Alter. Hab ich getroffen? Was frag ich? Alter. Das Schild regeneriert sich auch noch viel zu schnell. Will ich doch noch gar nicht. Lieber nicht wütend machen. Pow! Ah, das meint er. Sieht ja ganz witzig aus. Und ich dachte, du machst Schwerstarbeit. Was soll das denn heißen? Mach ich ja auch. Okay, wir müssen zu einem Ort namens Endlose Stufe. Dort finden wir den Torlord. Hm. Endlose Stufen. Oh, hier. Geistblüten immer schön mitnehmen. Soll ich wieder fahren? White Boy 541. Yeah. Jo, bestimmt ein Gebiet für Ghosts. Es wäre vielleicht an der Zeit zu erwähnen, dass ich all ihre Transfertore stören musste, um den Torlord zu finden. Es wird also sicher nicht langweilig. Nett. Das sieht aber aus wie das, wo ich schon mal war, oder? Hm, ja. Naja. Ach, guck mal. So funktioniert das. Richtige Distanz, richtige Punkt, den man trifft und schon. Die Tore erwachen. Es werden immer neue kommen, bis wir sie deaktivieren. Die Tore müssen zerstört werden. Okay, was bist du? Ach, die Robos. Es hört nicht auf. Los, die Tore vernichten. Ja! Bückt er sich einfach.
Das hat geklappt. Es ist deaktiviert. Weiter so. Wie, hier sind noch mehr und da sind die ganze Zeit welche rausgekommen, oder was? Okay. Oh, Fluch der Maschinen. Ich habe bestimmt so und so viel weggekillt. Der Wurf, ey. So wird das doch nichts. Ich muss doch näher ran. Weg, weg, weg. Ich komme da nicht näher ran. Dafür sind das zu viel. Der da oben, ey. Naja. Ja, mit dem zweiten Schild. Ja! Schon einer oben. Ich habe gewartet, bis einer von rechts kommt, aber nein. Was bringt jetzt hier immer an zu ballern? Mann, hör auf damit! Ich bedanke mich bei den Gegnern, wenn sie sterben. Because I'm pro. Leave me alone. So, next one, please. Na, da kann ich nicht ganz hochfliegen, oder? Sollte man nicht unterschätzen. Die Harpien sind irgendwie zu einfach. Schade, ich dachte, die Ecke wäre gut, weil mich hier keiner kriegt. Was war das denn? Boah, der sieht einfach weg, wenn er keine Lust mehr hat. So. War eben noch einer. Hat er sich weggeportet? Oh. Da ist er. Oh, da ist noch einer. Da ist noch ein Tor. Es regnet. Der leuchtet doch nicht, der war bestimmt nicht explodiert. Ah! Was ist das hier eigentlich für Zepper? Man muss bei denen schon treffen, sonst sind die doch nicht so einfach.